Hallo Freunde des Lego-Bauens und willkommen zu einem neuen Video von mir. Diesmal das City-Update Nummer 3. Und zwar, man sieht's, alte Angeladen ist als große Veränderung dazugekommen und es sind auch ein paar kleine Veränderungen da. Und mit denen möchte ich jetzt erstmal anfangen, bevor ich euch meine Pläne mit dem Angeladen und so ein bisschen weiter erläutere, weil da habe ich mir auch schon ein bisschen was noch dazu überlegt, aber das werdet ihr ja eh gleich erfahren, also bleibt dran. So. Das erste, was noch vielleicht mittelgroßes ist, was auffällt, ist der Pizzawagen, der hier steht, den ich mir gekauft habe vor 2 Wochen für 10 Euro bei Toys R Us. Steht hier am Straßenrand. Ich frage mich, ist das legal, wenn man so parkt? Aber das ist mir relativ egal. Und hinten dran ist dann die Frau mit dem Pizzamotorrad. Dann habe ich hier wie Luke und Darth Vader zusammen Pizza essen, also Vater und Sohn am Pizzastand. Finde ich relativ lustig. Dann habe ich, weil ich die in Milano gekauft habe vor einem Jahr, hier an meine Parkbank Star-Lord und Gamora gesetzt. Fand ich ganz schön, damit da irgendwer wenigstens sitzt. Jetzt ist ja auch der coole Geist umgefallen aus der Halloween-Figuren-Serie. So. Und dann noch, weil es ein Baum ist, habe ich Baby Groot in den Baum eingebaut, dass er da irgendwie Verstecken spielt oder da wohnt, was weiß ich, aber fand ich eine schöne Verwendung für die Figur, als in irgendeiner Kiste vergammeln zu lassen. Dann, ja, hier habe ich ein paar von den Krokodilen untergebracht, die ich letztens für 5 Euro geholt habe. Dann ist hier dieser Clown mit den coolen Luftballons, welchen ich sehr, sehr cool finde. Dann habe ich noch hier den Cowboy, den ich auf jeden Fall in meine Westernstadt, meinen Westernteil integrieren möchte, wenn ich ihn habe. Zusammen mit den Pferden, die ich letztes geholt habe. Und ja, dann liegt hier noch Drax, welcher mit seinem freien Oberkörper am Strand Sit-Ups macht. Fand ich ganz lustig. Da könnte Batman natürlich noch dazulegen, aber mit dem Baywatch-Teil musste er ins Meer springen und einen Delfin. Helfen. Wäre ich ja von einem Krokodil. Nee, er wird ja nicht angegriffen. Was weiß ich, was er macht. Auf jeden Fall sieht es lustig aus. Und hier, das Wasser wird auf jeden Fall noch alles so befließt. Nicht so noppig sein, weil mit Fliesen gefällt mir das mehr. Und hier habe ich auch noch so einen Rand freigelassen, weil dann da diese Dark Tan Teile hinkommen, damit der Sand auch so ein bisschen nass aussieht. Dann ist hier noch ein Clown, welchen ich nur letztens gefunden habe. Und sonst, von den Minifiguren hat sich eigentlich nicht viel geändert. Dann habe ich hier noch den alten Angeladen rangestellt. Übrigens soll dann auch hier das Meer enden. Also hier ist so ein Rand der Stadt sozusagen erreicht. Und der Rest geht dann, wenn hier hinten noch der Gebirgszug ist, geht alles weit so in die Tiefe rein. Also das stelle ich mir ganz cool vor. Und hier sind die Kisten ein bisschen höher gestellt, als sie eigentlich waren. Sieht man hier auch. Aber sonst habe ich am alten Angeladen generell nichts verändert. Was jetzt mein Plan war, weil hier ist ja schon die Vorbereitung für Schienen. Und die werden dann ja hier um die Kurve abbiegen und dann in meinen Lego-Shop Brücken-Mock-Teil reinfahren. Also dann ist hier eine Kurve. Der Zug fährt dann da durch so ein Modular durch. Dann ist hier der Lego-Shop. Hier ist oft über der Brücke, oder über dem Tunnel ist dann die Verlängerung von dieser Dachterrasse hier. Diese, die man hier abnehmen kann, die wird dann einfach verlängert. Habe ich auch schon in den letzten Videos gesagt, dass sich das gut anbietet. Da kommt vielleicht in ein paar Monaten vielleicht der Mock, weiß ich noch nicht. Und weil dann hier so eine freie Ecke wäre, weil hier noch ein Stück Straße hinkommt, hier dann die Kurve ist von der Bahn, wahrscheinlich fängt die Kurve schon hier an und geht dann so über die Straße. Da muss ich mir nämlich noch überlegen, wie ich das handeln möchte, aber wenn es bis nicht so cool aussieht, ist es mir trotzdem egal, weil das ist ein Zug, der durchfährt und das ist immer cool. Und dann haben wir hier halt noch einen Teil und den wollte ich so ein bisschen befüllen mit so einem kleinen, ja, Laden, so einem Stand, wo Fische angeboten werden und hier dieses ganze Werkzeug und so. Also hier diese Kisten werde ich dann irgendwie hier so aufreihen, auch mit so einem ähnlichen Dach. Und es ist so ein kleiner Fischerladen, also wo die täglichen Fänge des alten Angeladens, die vielleicht hier dieser Arbeiter da fängt, werden dann hier verkauft an so einem Stand. Das war vielleicht die Idee, damit das hier nicht so leer aussieht, weil ich weiß nicht, wie ich sonst diesen Teil dann ausschmücken soll. Aber sonst würde ich einfach mal sagen, war's das.
Hier nochmal die Gesamtview. Ich weiß, es ist jetzt noch nicht so viel, aber ich würde mal sagen, es nimmt langsam Gestalt an, die Stadt. Also wer weiß, im einen Jahr ist es vielleicht schon doppelt so groß. Wir werden auf jeden Fall sehen. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Wenn ihr es getan habt, lasst auf jeden Fall gerne Tipps in den Kommentaren da, was ihr vielleicht noch verändert haben wollt oder sehen wollt. Und wenn es coole Sachen sind, setze ich es um, weil wenn es doofe Sachen sind, die mir nicht gefallen, macht's ja, dann wird es mir ja keinen Spaß machen. Deswegen schreibt einfach mal irgendwas rein. Vielleicht ist es ganz cool. Ich lasse mir da gerne gute Tipps geben, wenn ihr welche habt. Dann könnt ihr auch gerne mal ein Like da lassen und wenn ihr mir helfen wollt, könnt ihr mich auch abonnieren und dann gleichzeitig auch noch die Glocke drücken, denn dann werdet ihr immer informiert, wenn ich irgendeinen Quatsch hier veranstalte, Livestreams starte, Videos hochlade, alles Mögliche und generell hilft so ein Abo schon viel, also das sorgt für sehr, sehr viel Motivation und das hilft jedem Lego-YouTuber weiter. Von daher gerne, gerne machen und sonst würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.